Missverständnis auf Hamburgs geilstem Weihnachtsmarkt. Eigentlich wollte Nicolas Puschmann, 30, die Auszeit nach der Let's Dance Tour in vollen Zügen genießen. Mit Sonne im Gesicht, tanzend auf der Rückbank eines Taxis oder auf dem Weihnachtsmarkt auf St. Pauli. Doch die Freude des Hamburgers wird nun von einem Vorfall überschattet. Wie die Polizei RTL auf Nachfrage mitteilt, wurde der 30-Jährige Opfer eines Angriffs, der Ex-Prinz Charming war in Feierlaune. Die Hamburger Polizei bestätigt, dass eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zum Nachteil von Herrn Puschmann vorliegt und dass das LKA die Ermittlungen übernommen hat. Doch was ist passiert? Der 30-Jährige war auf Santa Pauli, Hamburgs geilstem Weihnachtsmarkt, unterwegs. Dort ging es feuchtfröhlich für den einstigen Prinz Charming her, mit Freunden, Glühwein und einer wedelnden Regenbogenflagge feierte der unter uns Schauspieler. Wie in seiner Instagram-Story deutlich wird, andere Medien berichten von homophober Attacke, doch dann kam es offensichtlich zu einem Missverständnis wegen eines Wasserschlauchs. Wie Nicolas Management RTL verrät, habe ein Security-Mann deutlich überreagiert und zugeschlagen. Das Ergebnis eine geschwollene Lippe und blutige Nase. Andere Medien berichten im Zuge des Vorfalls von einer homophoben Attacke. Doch das dementiert Nicolas Sprecher ganz klar auf Nachfrage von RTL, die Tat hatte nichts mit Homofeindlichkeit zu tun. LKR, unter uns, Let's Dance und Prinz Charming auf RTL Plus anschauen, ganze Folgen von Unter uns gibt es bis zu 7 Tage vor TV-Ausstrahlung bereits auf RTL Plus zu sehen. Wer Nicolas nochmal über das Let's Dance Parkett schweben sehen will, der kommt hier auch auf seine Kosten. Ganze Staffeln von Let's Dance stehen auch auf RTL Plus bereit. Ebenfalls gibt es hier auch die komplette Staffel von Prinz Charming zu sehen.